So, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kollegen Abgeordnete. Unter diesem Top geht es um verschiedenste Hilfen zur Stabilisierung unserer Wirtschaft, um die Auswirkungen des politisch angeordneten Shutdowns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf unsere Wirtschaft in Brandenburg so gut wie möglich abzufedern und um unsere Unternehmen ein schnelles und erleichtertes Durchstarten nach dem Ende des Shutdowns zu ermöglichen. Genau das haben wir, da hat Herr Walter richtig darauf hingewiesen, im Wirtschaftsausschuss alle gemeinsam einstimmig im März beschlossen. Und übrigens, Herr Vogelsänger und Herr Bartel, es geht hier nicht um den kommunalen Rettungsschirm, sondern es geht hier um Hilfen für unsere Wirtschaft. Da die Einschnitte oftmals sehr tiefgreifend und für viele Unternehmen existenzgefährdend waren, kann es nur mit beherzten und umfassenden Hilfestellungen gelingen, Entlassungen von Arbeitnehmern und Insolvenzen so weit wie irgend möglich zu vermeiden. Und darum soll es ja gehen. Der Hinweis auf die Regierungserklärung von Herrn Woidke, keiner soll arbeitslos werden, in meinen Worten jetzt, wurde schon gemacht. Interessant dabei ist, dass sich dazu, also zu dem aktuellen Thema hier, die Problematik Wirtschaft zu retten, Arbeitsplätze zu erhalten, Insolvenzen zu vermeiden, nur und ausschließlich die Oppositionsfraktionen mehr oder weniger gute Gedanken gemacht haben, bis auf einen kleinen branchenspezifischen Punkt zu den Kinos von den Regierungsfraktionen und von der Landesregierung. Ja, ich bin begeistert über das wirtschaftspolitische, umfassende und fundierte Konzept der Koalitionsfraktionen. Wir als BVB-Freie Wähler, als kleinste Oppositionskraft mit circa einer Viertelreferentenstelle für das Thema Wirtschaft, haben hier eine umfassende Konzeption von Fördermaßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung vorgelegt, die sich mindestens auf drei Bereiche bezieht, nämlich Anreiz- und Förderprogramme anzupassen und zu ergänzen. Übrigens, Herr Bartel, davon zu reden, dass Sie schnelle Bewilligungen gemacht haben bei dem sogenannten Sofortprogramm für Soloselbstständige, Entschuldigung, aber da habe ich jetzt große Schwierigkeiten gehabt, nicht zu lachen. Weitere finanzielle Hilfen und Erleichterungen schaffen und heimische und regionale Unternehmen stärken. Das sind die drei Komponenten unseres Programms mit insgesamt 11 Maßnahmen, was wir konkret vorgelegt haben, was auf Landesebene auch realisierbar ist. Und richtig ist, sie ist ein größerer Schlag, ja, Rundumschlag, aber das, was die Unternehmen und was die Verbände gefordert haben, waren 25 Punkte. Und wir haben das vorher natürlich sehr genau durchgeprüft, was ist rechtlich möglich und was ist ohnehin auch nur auf Bundesebene möglich. Und da sind von 25 Punkte 11 Punkte übrig geblieben. So, aber wo ist das Konzept der Koalitionsfraktion? Wo ist das Konzept der Landesregierung? Wie umfassend der Wirtschaft in unserem Land geholfen werden soll? Wie gesagt, infolge des von der Politik verordneten Shutdowns, also die Unternehmen alle zusammen haben keinerlei Schuld daran, wo ist jetzt das Konzept zum Durchstarten der Koalitionsfraktion und der Landesregierung und natürlich spät auch in persona des Wirtschaftsministers, denn das hätten wir jetzt spätestens jetzt und hier erwarten müssen. Gibt es nicht. Vollkommene Fehlanzeige. Worauf wird sich verlassen? Auf irgendwelche Vorgaben des Bundes. Ich habe in den letzten Wochen jeden Tag darauf gewartet, dass der Wirtschaftsminister und die Landesregierung hier ein Konzept vorlegt. Leider Fehlanzeige. Ich finde das schockierend, dass zuerst politisch der Shutdown für mit Wochen bis monatelangen Schließungen ganzer Branchen verordnet wird und im Nachgang unsere Wirtschaft bis auf einen löchrigen Hilfsversuch für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen einfach mit den Folgen allein im Regen stehen gelassen wird. Haben wir in Brandenburg einen Wirtschaftsminister oder ein Wirtschaftsministerium oder lediglich eine nachgeordnete Behörde der Bundesregierung, um hier in Brandenburg die mehr oder weniger brauchbaren Vorgaben aus Berlin lediglich auszuführen und vielleicht noch die Umsetzung zu organisieren? Herr Abgeordneter Feschmann, das ist eine Zwischenfrage, am Mikrofon 2. Moment, nicht, danke. Da ist es mehr als lobenswert, dass die Oppositionsfraktionen im Vergleich zur Landesregierung, dem Wirtschaftsministerium mit ihren bescheidenen Ressourcen aus Verantwortung für unsere Wirtschaft und für unser Land sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Leider beschäftigt die AfD offenkundig in Ermangelung irgendwelcher wirtschaftspolitischer Kompetenzen weitestgehend mit Forderungen und Lockerungen der Vorgaben der Eindämmungsverordnung bei Corona. Sie haben ja auch noch einen Neudruck aufgelegt und Ihre eigenen Punkte von 7, glaube ich, auf 4 reduziert. Da sieht man schon, da bleibt nicht mehr so furchtbar viel von übrig, wenn die Eindämmungsverordnung ohnehin schon gelockert wurde. Bis auf eine Forderung an die Bundespolitik, die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes zu verändern, dass da keine Sozialbeiträge mehr abgezogen werden können. Ich frage mich beim Lesen dann immer wieder, wo wir in Brandenburg hinsichtlich der Zahl der Infizierten und Toten stehen würde, wenn die AfD tatsächlich die Landesregierung führen würde. Da fällt mir dann immer Herr Trump,
oder Herr Bolsonaro ein, aber das will ich nicht weiter darauf eingehen. Die Kollegen der Linken gehen da etwas weiter und schlagen tatsächlich einige Maßnahmen zur Unterstützung unserer Wirtschaft vor. Jedoch handelt es sich hier eher um Forderungen wie die Vermeidung wirtschaftlicher Existenzgefährdung und die rückwirkende Anerkennung der Kosten des privaten Lebensunterhalts für Soloselbstständige. Diese Forderungen sind zwar richtig, werden aber nicht mit einem entsprechend wirksamen wirtschaftspolitischen Instrumentarium unterlegt, sondern nur mit grob geschätzten Kosten in Millionensummen aus dem 2 Milliarden Rettungsschirm. Unser Antrag dagegen beinhaltet 11 konkrete Maßnahmen, die kurzfristig umsetzbar wären und unterschiedlichen Unternehmen und Branchen je nach aktuellen Krisensymptomen direkt helfen würden. Aufgrund der wohl fehlenden wirtschaftspolitischen Fantasie bieten wir deshalb den Koalitionsfraktionen, weil sie ja kein Konzept vorlegen und sich auf den Bund alleine verlassen, und auch der Landesregierung natürlich gerne unser Konzept mit konkreten Vorschlägen als ersten Schritt zur Stabilisierung der Wirtschaft in Brandenburg in und nach Corona-Zeiten anstelle des fehlenden eigenen Konzeptes an. Steigen Sie also einfach ein für unsere Brandenburger Wirtschaft und für unsere Unternehmen und lassen Sie uns gemeinsam unserer Wirtschaft wirklich helfen, um sie wieder durchstarten zu können. Was wir übrigens zusammen alle gemeinsam Mitte März genau so beschlossen haben. Da wurde auch vom Wirtschaftsminister noch ausgeführt, wir wollen keinen kaputt gehen lassen, wir wollen die über die Krise bringen, die Unternehmen, und wir wollen, dass die danach durchstarten können. Das war der Wortlaut. So, wenn wir das alles gemeinsam machen, wir laden Sie also herzlich ein, unser Konzept als Basis zu nehmen, und wir können das auch gerne noch vertiefen und im Ausschuss, wenn Sie wollen, weiterentwickeln. Nur dann haben wir endlich mal irgendwas. Dann kommt irgendwas Konkretes. Dann gibt es endlich mal konkrete Vorschläge, gibt es eigens wirtschaftspolitisches Konzept der Brandenburger und nicht nur, dass man wartet, bis der Bund irgendwas tut und sich freut, wenn der eine oder andere Brosamen für Brandenburg abfällt. Also, damit helfen wir unserer Wirtschaft. Und nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch unseren Bürgern und am Ende sogar auch übrigens allen öffentlichen Gebietskörperschaften, weil wir damit natürlich steigende Umsätze und Gewinne und dann auch wieder Steuereinnahmen generieren, die Sie übrigens für die Umsetzung Ihres Wünsch-dir-was-Kataloges im Koalitionsvertrag dringend benötigen. Schon deswegen müssen Sie eigentlich nur zustimmen. Herzlichen Dank.